Die Methodik der Stimulationsinseln. Wie gesagt, wir wollen ja unsere Ziele zu Motivationen des Hundes umgestalten, sodass auch für ihn dieses Gehen permanent etwas bedeutet. Die Stimulationsinseln. Da bekommt der Hund, was er möchte und was ihm etwas bringt. Das sind drei Stimulationsinseln. Und hier dazwischen haben wir die Zäune. Da wird der Hund das tun, was wir von ihm wollen. Und da ist weit vorausgedacht. Wir wollen nicht, dass er Abstand hat. Wir wollen nicht, dass er schief geht. Wir wollen auch nicht, dass er vor- oder zurückgeht. Eine Menge Fehler. Wenn ich die einzeln abgewöhnen muss, habe ich viel zu tun und bin lange unterwegs und mit vielen Unwägbarkeiten. Und wie steigert man das? Das ist ja ganz einfach. Der Zaun wird verlängert. Die Stimulationsinseln werden weniger. Und am Ende ist dann die lange Strecke da. Imaginäres Objekt. Und nicht stehen bleiben. Okay, und dann kann ich weitergehen? Ja, genau. Das ist auch ein Fehler, den man immer wieder macht. Jetzt bleibt man stehen, Hund bleibt natürlich auch stehen, Stimmungsübertragung, und fängt irgendeine Strategie an. Schön hochhalten, Kerzenhaltung, runter und anbeißen lassen. Jawohl, und dann nochmal. Und weiter. Das war jetzt schön. So soll es ausschauen. Wenn ein Hund das Zerspiel nicht annimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich nehme etwas Ähnliches oder ich verzichte ganz auf das Zerspiel und nehme einfach ein Futter. Ja. In dem Augenblick, wo er dann da ist, bekommt er sein Futter. Wir machen eine kurze Desensibilisierung. Action. Und hoch und weitergehen. Langsam weitergehen und wieder. Weitergehen und jetzt werfen. Genau. In der Situation, wenn das Motivationsniveau nicht ganz das ausmacht, was wir eigentlich haben wollen, dann werfe ich zum Schluss. Bitte schön. Schön, alle sitzen parallel, einer wie der andere. Und runter, Auslöser. Und anbeißen lassen. Nicht, brichst du mir an den Hals, vorsichtig. Du musst vor dem Hund stehen. So, jetzt tief lassen. Schlingernde Bewegungen. Schlingernde Bewegung, dauernd in Bewegung lassen, dauernd auf leichtem Zug lassen. Dann stellen wir uns wieder ein. Und jetzt nahtlos weitergehen. Gut gemacht. Und Kreis. Und weitergehen. Und werfen. Oder anbeißen lassen. Das war doch schön. Sehr schön gemacht.